Willkommen im Salon Prestige. Bunker Babes, startet den Tune. Wir freuen uns auf einen wundervollen Gast. Es ist keine geringere als Caroline von der Grüm. Herzlich willkommen. Danke. Danke, dass ich hier sein darf. Klar. Wie ist das, mit so Musik aufzutreten? Hat was, oder? Ist auf jeden Fall das erste Mal. Kann ich mich dran gewöhnen. Hast du sofort so Wetten, das Vibes, ne? Ja, oder ja, oder Außenwette so und so Wetten, das auf jeden Fall. Man fühlt sich. So lockige, halblange Haare, alles da. Stimmt. Oder so TV Total. So, ich habe übrigens vorhin, als wir hier aufgetreten sind, du hast es ja gesehen, so ein bisschen versucht, den Stefan Raab zu machen, weil ich wünsche mir das eigentlich so sehr, dass wir irgendwann mal eine Show machen, wo wir dann diesen Applaus laufen lassen, bis Stefan Raab diesen... Ahnst du den noch bei TV Total? Ja, normal. Caro, du machst so viel. Du machst irgendwie alles und alles auf einmal. Ich hätte fast gesagt, alles und... Ja, ich hab's geahnt. Das würde ich eher zu mir sagen. Ja. Aber du machst ja wirklich was, was sich die Leute dann auch am Schluss reinziehen. Ja, manchmal. Manchmal, aber hast du so... Was bist du, wenn man dich fragt? Wenn man dich fragen würde, was dein Beruf ist. Fühlt sich alles komisch an. Also ich würde niemals sagen, ich bin Schauspielerin. Ich würde auch nicht sagen, ich bin Journalistin. Finde ich alles irgendwie komisch, aber beides stimmt vielleicht ein bisschen trotzdem. Ja. Aber im Moment mache ich tatsächlich am meisten... Also Sprecherin bin ich eigentlich... Das ist so die einzige Konstante wahrscheinlich... Ja. Die so nie so ein bisschen abgeebbt ist, aber ansonsten bin ich natürlich vor allem viel für Y unterwegs und insofern, ja, Journalistin. Wir sind Journalistin, ne? Also eigentlich sagen wir mal, wir sind Autoren, weil wir halt, also so, das wäre das richtige Wort dafür, aber das finde ich auch nicht so nice. Sagen wir Journalistin. Du hast ein Gastgeschenk mitgebracht, ne? Ja, da muss ich aber ein bisschen ausholen. Ja, hol aus. Okay, also eure völlig freche Forderung nach einem Gastgeschenk, so ist das nämlich, sonst darf man nicht kommen, hat mich erst gestern erreicht. Und gestern war ich beim Drehen für meine neue Y-Kollektiv-Reportage. Und dementsprechend musste ich mich an etwas bedienen, was da in meiner Nähe war. Ich hol mal kurz. Ja, okay. Hast du bei Feldmann gelassen? Warte, Dr. Feldmann hat das doch. Hast du da was? Oh, Entschuldige, Dr. Feldmann hat das. Ich kann mal eben schauen. Jetzt Mama halblang. Oh. Also, das ist für euch. Könnt euch das ja schon mal angucken. Oh, flauschig. Dr. Feldmann, hast du die richtige Windel gegriffen? Das ist vielleicht auch eine von meinen. Ja, das nächste Thema meiner Y-Kollektiv-Reportage ist nämlich ein sehr persönliches. Es geht um Inkontinenz. Betrifft uns alle. Betrifft uns alle. Sorry. Nein, Quatsch. Es geht um... Achso, nee, war ein Spaß. Ja, war ein Spaß. Ich weiß echt nicht. Nein, aber es ist eine Windel. Meine nächste Y-Kollektiv-Reportage geht über mobile Pflegedienste. Genau. Und es ist tatsächlich auch ein sehr cooles Thema und auch, glaube ich, ein cooler Film. Und bis dahin habt ihr wahlweise Schwimmflügel oder Erwachsenenbindeln. Wobei das eigentlich nicht Erwachsenenbindel heißt, sondern Inkontinenzhose zum Beispiel. Da gibt es auch noch mehrere Begriffe. Und das ist jetzt für Erwachsene auch? Das für Erwachsene. Gerne, Alex, schlüpft doch mal rein. Also ich würde sagen, ich musste letztes Mal den Chip essen, jetzt muss Alex die Binde anziehen. Wenn du aufhörst zu heulen, dann schenke ich dir was Schönes. Ja, wir sehen hier heute Alex mit der neuen Kollektion Feucht aber fröhlich. Die... aus im wunderschönen Babyweiß. Wo sie sind, was sie machen, ist egal. Sie können jederzeit abdrücken. Kein Problem, es ist wasserdicht, es ist kackedicht. Für jedes Material zu haben, ob es dünn ist, ob es dick ist, ob es weich ist. Für jede Situation angemessen. Keep the spirit. Muss man natürlich disclaimen. Also, wer es braucht, no shame. No shame. Also, ich sehe mich da auch, um ehrlich zu sein. Ich sehe dich da früh, noch nicht. Und auch for real, sorry, den Satz würde ich jetzt auch nochmal sagen wollen. Also, ja, genau. Spaß beiseite. Tatsächlich habe ich sie geholt, weil sie in meiner Nähe war und das ist natürlich irgendwie schon ganz lustig. Achso, beim Drehen auch so eingesackt, beim... Genau, ich war beim mobilen Pflegedienst. Es geht halt um alte Leute, die zu Hause gepflegt werden und das ist tatsächlich auch super schön eigentlich gewesen, bei den ganzen älteren Herrschaften zu sein.
deine Dokus waren auch die, die ich am meisten kannte jetzt von der Plattform, vom Y-Kollektiv. Also die Hexengott-Doku, die ist halt ziemlich durch die Decke gegangen. Die ist bei uns komplett, ich weiß nicht, ob das überall so war in Deutschland, aber bei uns war das so, ja, das ging richtig rum. Das war echt, also das war, hat, was sowieso, finde ich, Y-Kollektiv und auch deine Dokus immer ganz geil machen, ist, oder Reportagen sagt man. Ja, genau. Ne? Ich sage aber auch manchmal aus Versehen Dokus. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ist, dass man ja ein bisschen denkt, man wüsste, was so in Deutschland auch abgeht. So, was verschiedene Sachen angeht. Ob das jetzt das mit dem Hexengott ist oder auch, ich weiß nicht mehr, wer es genau gemacht hat, diese Minderjährigen, die für Geld da Sex irgendwie... Sex für Taschengeld. Ja, Sex für Taschengeld. What the fuck? Ja. Was man da, was für ein Horizonterweiterungsgeschehen da stattfindet bei Y-Kollektiv, finde ich super spannend und wichtig, weil man kommt, das kann man sich ja nicht ausdenken, das würde man nicht erwarten, man denkt immer so, oh ja, komm, wir haben hier Hartz IV, keiner muss leiden irgendwie und sozial sind wir auch ganz weit vorne, aber dann siehst du so eine Stories, die vor deiner Haustür in deiner Stadt, das könnte ein Nachbar oder Nachbarin sein, bei denen das abgeht. Ich muss auch echt sagen, und das ist nicht irgendwie einfach nur so eine Phrase, die man mal so droppt, ich bin so unfassbar froh, bei diesem Laden gelandet zu sein. Da arbeiten no shit nur coole Leute. Das ist einfach so mega, die freie Umgebung, wo man eigentlich mit allen Themen hinkommen kann und wo man auch echt gut unterstützt wird. So. Weißt du, was beim Hexengott gerade geht? Also gerade aktuell weiß ich das nicht, weil da aber auch immer 2-3 Wochen einen extremen Unterschied machen. Ich habe immer wieder Kontakt mit ihm und das ist ein Auf und Ab. Also es geht, ich weiß auch nicht jetzt, es ging ihm, also er hat auf jeden Fall wieder eine Wohnung. Fühlt man sich dann auch ein bisschen auf einmal mitverantwortlich, dann da zu sein für so eine Person? Ich glaube, man fühlt es nicht nur, man ist es. Also ich glaube, das ist schon, also zumindest in dem konkreten Fall, ne? Also da wäre mir nicht eingefallen zu sagen, jetzt ist die Doku draußen oder die Reportage und jetzt ist Schluss. Das sieht man dann im Film nicht, aber da ist sehr, sehr viel sowohl Vor- als auch Nachsorge dabei. Okay. Also ich habe mit dem auch im Nachhinein wirklich sehr häufig telefoniert und so. Also jetzt gerade ist das, also jetzt ist es eigentlich nicht mehr so. Ich höre zwar mal immer wieder was, aber irgendwie ebbt es dann auch ab. Dann möchte ich mal die zweite Frage stellen. Aber jetzt kommen die Fragen. Ja. Wie du zum Y-Kollektiv gekommen bist, einfach beworben oder durch Kontakte? Family Affairs? Nee. Das tatsächlich, obwohl ich weiß, also ich, ja, ich muss, also ich kann die Frage ja ganz mal beantworten. Nein, nicht durch Kontakte. Ich habe wirklich noch nie in meinem Leben, glaube ich, irgendwie, also müsste ich jetzt, vielleicht stimmt das nicht, vielleicht irgendwie mal über irgendwas, aber. Nein, ich nutze grundsätzlich nicht Kontakte meiner Eltern und so ist es auch nicht, als würde irgendwie jetzt die Nachrichten bei RTL mit dem Y-Kollektiv zusammenhängen. So, das ist, glaube ich, das denkt man so, aber so ist das nicht. Und nee, ich habe mich da beworben und habe tatsächlich ein Praktikum da gemacht und hatte dann irgendwie Glück, dass in der Zeit, weiß nicht, right time, right place, würde ich sagen. Hat eine Reportage, die du begleiten durftest, dein Verhalten schon mal nachhaltig verändert? Die Twitch-Reportage hat mein Verhalten nachhaltig geändert, indem ich danach ungefähr eine Woche jeden Tag auf Twitch unterwegs war und geguckt habe, was andere Leute über die Reportage sagen. Ja. Und ansonsten hat auf jeden Fall, ich glaube, dass die Reportage, die ich gerade gemacht habe, die noch nicht veröffentlicht ist, mein Handeln oder meine Sichtweise nachhaltig verändert hat, weil das vielleicht als kleiner Teaser. Ich glaube, dass viele Leute ja so ein bisschen Berührungsängste mit Altenpflege haben. Ich auch. Ja. Ich dachte mir so, Leuten die Windeln wechseln, Leute waschen. Ja, wollte ich gerade sagen, so. Alleine wenn man sowas sieht, dann ja, denkt man sich genau. So. Ja, genau. Okay. Und man denkt sich so, wer macht das, warum macht man das? Und ey, da einmal dabei gewesen zu sein, 2 Tage, ich habe komplett meine Meinung über diesen Beruf geändert. So, ja, das wird scheiße bezahlt und die Arbeitsbedingungen sind scheiße. Aber was die da machen, das ist überhaupt nicht scheiße. Das gibt einem so viel weh. Ich habe in 2 Tagen ist mein Herz 5-mal aufgegangen, weil das so süße alte Leute waren, die so coole Geschichten einem erzählt haben. Und ich glaube, man lebt meistens so, wenn man jetzt nicht Großeltern hat, die in dem Alter sind, man kennt alte Leute eigentlich gar nicht. Das ist wie so eine graue Masse. Und Greisemasse. Ja, eine Greisemasse. Und wenn man aber mit denen ein bisschen zu tun hat, dann merkt man, dass die sehr liebenswert sind. Und also nicht, dass ich das vorher jetzt nicht dachte, dass sie liebenswert sind. Aber
ja, mein Blick darauf hat sich, glaube ich, geändert. Ich weiß ja nicht, hast du die Doku, also diese Geschichte von Joko und Klaas gesehen über die Pflege? Ja, ah, ja, genau. Und das ist ja auch bei denen, wenn man, also die Leute, die da interviewt wurden, waren ja auch ganz oft so, dass sie es machen, weil das Feedback der Leute halt, das ist deren Applaus quasi, wenn man jetzt ja das mit künstlerischem Beruf vergleicht. Also, dass das allein schon genug ist, um einen Job zu machen, der komplett unterbezahlt ist, der Arbeitsbedingungen hat, die überhaupt nicht klar gehen, aber dass die Leute oder die Gepflegten so dir ein Gefühl geben, dass du wertvoll bist und dass dein Beruf wichtig ist und dass das schon reicht. Also, ja, ja, ja. Und das ist auch, also ich glaube, da sind viele Bürojobs erwartbarer, also in dem, was jeden Tag passiert. Das hat die eine Protagonistin auch gesagt, die meinte, ich gehe jeden Tag nach Hause und habe meinem Mann irgendeine lustige Geschichte zu erzählen. Und von dem, was ich da erlebt habe, kann ich das nur unterschreiben. Ich will jetzt nicht zu viel teasern, so, ja, aber ja, das ich war schön. Das war echt schön. So ein Kumpel von mir hat so dieses soziale Jahr nach dem Abi gemacht, beim ASB, Arbeiter-Samariter-Bund ist das. Und der war auch in der Altenpflege und hat der halt immer so rumgefahren irgendwie und dann war er auch da immer zur Betreuung in diesem Gemeinschaftszentrum, was sie da hatten. Und wir haben uns mindestens einmal die Woche gesehen und der hatte jedes Mal eine neue Story, hat mir diese Charaktere gezeichnet, weil ich finde, es knüpft ein bisschen an, glaube ich, weil man kommt ja selten dazu, sich hinzusetzen und länger zuzuhören und denen mal den Raum zu geben, einfach mal auszupacken und zu gucken, wo die hingehen. Die Badewanne TV hat ja auch gerade geschrieben, arbeite selber ambulant, psychiatrisch als Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich könnte aus diesem Bereich ein Buch verfassen. Wow, glaube ich sofort. Glaube ich sofort. Würde ich auch auf jeden Fall lesen. Das ist, glaube ich, auch. Das sind die Geschichten, die Leben schreiben. Nee, andersrum. Ja. Wie heißt das? Das Leben schreibt die besten Geschichten oder sowas. So rum. Und das ist, glaube ich, auch gerade ein großes Plus der Zeit, dass wir uns damit so krass beschäftigen, dass wir das mal sehen. Und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, dass wir aus der Zeit gehen und irgendwas verändert haben. Ja. Mindestens so wie es das Bewusstsein. Verändert hat, ne? Und ich glaube, keine Ahnung, so ist immer der Anfang. Man hat immer das Gefühl, es bewegt sich ganz wenig. Aber eigentlich ist so diese Aufmerksamkeit auf den Beruf, das ist ja schon mal ein Riesenschritt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sich da was tut. Ich bin aber auch Optimist und ich glaube, ja, mal gucken. Vielleicht wird ja alles besser.